Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im wunderbaren Maximilianeum, einem der Wahrzeichen unserer bayerischen Landeshauptstadt München, das diese Woche, wäre es nach uns Freien Wählern gegangen, gut und gerne hätte im Sinne eines kraftvollen politischen Signals in Richtung Ungarn und nach ganz Europa in Regenbogenfarben hätte erstrahlen können. Und darum geht es auch in dieser Folge von Frag Fabian, denn es war nicht so richtig schwierig, diejenige unter euren Fragen auszuwählen, mit der wir uns diese Woche befassen, weil wir überhäuft worden sind mit Fragen zum großen Aufregerthema dieser Woche, der Frage, wie positioniert sich die UEFA, wie positioniert sich aber auch Bayern zur Frage der geplanten Gesetzgebung in Ungarn, zur Frage zum Umgang mit queeren Menschen. Was ist das Statement aus dieser Fußball-Europameisterschaft heraus? Ich greife stellvertretend die Frage von der Anne heraus, die mir hier aus München geschrieben hat und von mir wissen will, wie steht ihr Freien Wähler zur Entscheidung der UEFA? Der Entscheidung also, das meint die Anne damit, dass die Allianz Arena während des Deutschlandspiels eben nicht in Regenbogenfarben erstrahlen durfte. Und vor allen Dingen will die Anne auch wissen, was war da im Landtag los? Und damit meint sie, dass es ja gewissermaßen eine politische Auseinandersetzung darüber gegeben hat, ob anstelle der Allianz Arena vielleicht unser Parlamentsgebäude hätte illuminiert oder beflaggt werden können, um das Statement zu setzen, das die UEFA für die Allianz Arena leider untersagt hat. Ja, liebe Anne, darum nehme ich sehr gerne Stellung. Deshalb, weil ich das auch in der politischen Debatte und im Ältestenrat des Hohen Hauses hier im Bayerischen Landtag schon intensiv getan habe, in der festen Überzeugung eines Bildes von Bayern, das wir Freie Wähler haben, dass unser Bayern, dass unsere Gesellschaft im Freistaat Bayern eine moderne, eine weltoffene ist, ja eine ist, zu der die Liberalitas Bavariae, also die Freiheit jedes Einzelnen in seiner Lebensführung immer schon zur DNA gehört hat. Es war immer schon etwas Besonderes in Bayern, dieses Motto des Leben und Leben Lassens zu prägen. Und deshalb ist Bayern eben genau das. Bayern ist weltoffen und Bayern ist modern. Anders als die UEFA, ich sage das in dieser Deutlichkeit, die diesem bayerischen Lebensmodell, die unserem bayerischen Leben und Leben Lassen der Liberalitas Bavariae mindestens ein Jahrhundert hinterherhinkt. Man kann Anne raushören, dass ich rein gar nichts von der Entscheidung der UEFA halte, die dieses politische Statement der Illumination der Allianz Arena untersagt hat. Ich halte das für antiquiert und finde, dass die UEFA spätestens jetzt eine Organisation ist, die ja sogar hinter der katholischen Kirche weit zurückhinkt. Da gibt es ja gerade die Debatte, ob man den Segen gibt. Die UEFA hat den Segen nicht gegeben. Die UEFA zeigt sich da antiquiert und sie sollte aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Sichtweise, mal ganz dringend ihr Verhältnis klären zur Frage von Korruption, zur Frage von Grundrechten und zur Frage von Menschenrechten. Ich habe genau wie unser bayerischer Ministerpräsident Markus Söder null Verständnis für diese Entscheidung und hätte es auch an der Seite unseres Ministerpräsidenten sehr begrüßt, wenn es möglich gewesen wäre, dieses Statement in der Allianz Arena zu setzen. Zum zweiten Teil deiner Frage, liebe Anne, weshalb gab es das Statement nicht hier aus dem Bayerischen Landtag? Denn darüber haben wir ja intensiv diskutiert im Ältestenrat. Am Ende des Tages ist es daran gescheitert, dass Einstimmigkeit notwendig gewesen wäre. Wenn alle Fraktionen des Hauses, weil der Landtag eben ein Kollegialorgan ist, dafür gewesen wären, dann hätten wir das machen können. Sobald eine Fraktion dagegen ist, geht es leider nicht. Und es hat sich so verhalten, dass in der Ältestenratsdiskussion dazu sowohl die AfD-Fraktion, aus bekannten Gründen, darüber will ich gar nicht sprechen, ist mir zuwider, aber auch die CSU-Fraktion mit einer völlig anderen Begründung, nämlich mit der Sorge, da einen Präzedenzfall zu schaffen, das abgelehnt hat. Ich persönlich bedauere das sehr und habe das auch öffentlich so kundgetan. Ich bedauere das sehr, weil ich das Präzedenzfallproblem nicht sehe. Der letzte Mittwoch war schon ein Sonderfall. Ein absoluter Sonderfall, sui generis, weil an diesem Abend ganz Europa, ja die halbe Welt auf uns hier geschaut hat, nach München geschaut hat. Und es wäre natürlich eine einmalige und phänomenale Chance gewesen, unsere bayerische Weltoffenheit und das moderne Bayern dann auch aus der Herzkammer unserer Demokratie, aus dem Bayerischen Landtag heraus als politisches Statement zu geben. Es wäre, glaube ich, kein Präzedenzfall gewesen, sondern es wäre ein schönes politisches Signal in Richtung Ungarn und auch nach ganz Europa gewesen. Und zum Zweiten, glaube
glaube ich, ist es nicht nur eine verpasste Chance für Bayern, es ist auch ein bisschen eine verpasste Chance für die CSU. Deshalb, weil Markus Söder aus meiner Sicht sehr viel richtig gemacht hat in dieser Frage, mit einem klaren Statement zugunsten einer neuen CSU, einer modernen CSU. Der Ministerpräsident hat ja sich ganz deutlich positioniert in dieser Frage, hat da alte Zöpfe abgeschnitten, ist nicht zu einem früheren CSU-Ehrengast Orban gestanden, sondern hat auf, wie ich finde, sehr erfrischende und moderne Weise gesagt, so geht das nicht, hat die Öffentlichkeit wissen lassen, wo die CSU, wo er als Ministerpräsident da steht. Und umso mehr hätte es eigentlich gepasst, es auch aus dem Parlament heraus zu flankieren und diese Botschaft auch nochmal aus dem Bayerischen Landtag zu senden mit einem klaren politischen Statement. Es hat leider nicht geklappt. Ich bedauere das für die Freien Wähler sehr und habe deutlich gemacht und mache das auch an der Stelle nochmal, dass ich in dieser Frage eindeutig im Team Söder, im Team Aigner spiele. Auch unsere Landtagspräsidentin hat das sehr deutlich gesagt, wie die Dinge da liegen. Ich glaube, dieses politische Statement, das hätte uns sehr gut gestanden für ein modernes, für ein weltoffenes Bayern. Es ist jetzt vorbei, aber wir sollen trotzdem, glaube ich, daran arbeiten, genau diese Modernität, diese Verbindung aus ja Tradition auf der einen Seite, aber auch Weltoffenheit und Weltgewandtheit auf der anderen Seite, die unsere gemeinsame Heimat ausmacht, zu pflegen, unsere Werte zu pflegen, auch gegenüber denen, die unsere Werte als ja vielleicht letzter möchte gern Autokrat in der Europäischen Union wie Orban in Ungarn mit Füßen treten. So viel, liebe Anne, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.